Hallo YouTube und recht herzlich willkommen zu einer neuen Runde Far Cry 4. Ja, die letzte Aufnahme, die ist jetzt doch leider etwas länger wieder her. Es hat alles zeitlich bei mir nicht ganz so gepasst. Von daher gucken wir hier nochmal eben ganz kurz fix alles durch. Wir sollten aber, denke ich mal, eigentlich alles haben. Ich weiß auch ehrlich gesagt gerade nicht mehr, wo wir bei der letzten Aufnahme stehen geblieben sind, was wir eigentlich machen wollen. Ich hätte da vielleicht einfach mal reingucken sollen. Nichtsdestotrotz müssen wir, warte mal, wollten wir nicht von der Herstellung irgendwie noch ein bisschen weitermachen? Da muss man ja kurz gucken. Hier, Schwarzen Teufel. Okay, Kyrat Fashion Week. Kyrat Fashion Week. Schneeleopardenfell, okay. Okay, also wir brauchen definitiv Schneeleoparden. Da werden wir so... Okay, und Kyrat Fashion Week, okay. Dann checken wir nochmal ganz kurz die Karte. Ja, wir werden höchstwahrscheinlich, so wie das Ganze hier aussieht, storymäßig erstmal wahrscheinlich weitermachen müssen. So wie es mir danach aussieht, wahrscheinlich. Damit wir hier oben reinkommen, eventuell haben wir hier oben eventuell noch irgendwo ein Schneegebiet, wo wir hier ein bisschen rumtouren können. Wo wir dann eventuell die Schneeleoparden bekommen oder vielleicht hier. Durch den ganzen Nebel sieht man das hier natürlich nicht. Oder hier unten eventuell. Müssen wir mal schauen. Wir werden jetzt erstmal auftragsmäßig schauen, was wir denn hier noch so machen können. Yogi und Reggie. Okay, wir werden erstmal uns auf den Weg nach Longinus machen. Entschuldigt, hatte ich gerade einen kleinen Frosch im Hals. Soll uns aber nicht aufhalten. Also, wir werden uns jetzt erstmal auf den Weg nach Longinus machen. Gucken, ob der gute Kollege vielleicht noch einen Auftrag für uns hat. Wo wir dann eventuell storymäßig ein bisschen weiterkommen. Ich hoffe es natürlich. Damit wir da oben die Gebiete eventuell noch mit aufdecken können. Oder die nächsten Gebiete, damit wir endlich über die Brücke drüber hinwegkommen. Dass wir dann die nächsten Gebiete... Ach du Scheiße, wir haben den Bogen noch mit dabei. Okay, ist aber auch nicht schlimm. Hier, die Kiste machen wir auch nochmal ganz kurz leer. Dann haben wir auch nochmal ein bisschen Kohle dazu verdient. So. Wir machen uns eben fix auf den Weg. Gute 220 Meter. Sollten wir auch so hinbekommen. Ach komm, wir klettern hier, glaube ich, einfach mal hoch. Starten wir heute mal nicht mit dem Gyrokopter durch. So, was geht hier oben ab? Okay, Ziegen. Die brauchen wir vorerst nicht. Hier noch ein paar Kollegen. Ich meide die Stadt der Schmerzen. Ja, du meidest die Stadt der Schmerzen. Du bist ein Schmerz. Ein reiner Schmerz. So. Dann wollen wir mal schauen, ob der gute Longinus gleich noch was für uns hat. Boah. Okay, da ist auch irgendwas gerade an uns vorbeigezischt. Ich hoffe jetzt nicht, dass sie uns jetzt von hinten angreifen. So viel zu dem Thema. Ich hoffe, dass sie uns nicht von hinten angreifen. Den holten wir mal ganz fix. Da habe ich natürlich sofort wieder Gänsepelle hier gekriegt, weil ich mich ein wenig erschrocken habe. Okay, wir haben einen neuen Erfolg freigeschaltet. Aufrichtige, ja, keine Ahnung was. Okay, wir haben gerade irgendeinen... Ach, ja. So, wo ist der Adler? Okay, soll uns nicht stören. Wir machen uns auf den Weg nach Longinus hin. Und würde sagen, wir betreten einfach mal die kleine, nette Hütte hier von Longinus und schauen, ob er was für uns hat. Und ob ich schon wanderte im finstern Tal des Todes, fürchte ich nichts Böses, denn du bist bei mir. Solm,
23, Vers 4. Wie schön, dich zu sehen, AJ. Willst du Gottes Werk verrichten? Ich schätze schon. Ich muss dir etwas gestehen, AJ. Ich fürchte Böses. Nicht Böses von anderen Menschen, denn damit kann ich schon umgehen. Nein, es ist das Böse in mir selbst, das ich fürchte. Erinnerst du dich an meine Sünden? Das grausige Geschäft, von dem ich sprach. Du meinst die Diamanten? Ja! Und das Blut des Lamms wäscht alle Sünden fort. Doch um mich vollständig zu läutern, muss ich aufrichtig bereuen und Buße tun. Es gibt mehr dieser Sünden in Gerard. Und wir müssen sie aufspüren. Finde zuerst ein verlorenes Schaf. Folge ihm bis zu einem Gewölbe. Bring mir, was du darin findest. Verstanden. Und er ruft seine Freunde und Nachbarn herbei und spricht: Freut euch mit mir, denn ich fand mein verlorenes Schaf. Ja, okay. Der Auftrag hört sich bisher relativ einfach an. Ein verlorenes Schaf zu finden, dem bis in ein Gewölbe zu folgen, das sollte vom Prinzip her nicht allzu schwierig sein. Aber ich habe so das Gefühl, dass das doch, glaube ich, ein wenig in die Hose gehen wird. Weil ihr merkt schon, ich bin gerade noch nicht ganz fit hier mit dem Quad wieder. Ich brauche erstmal wieder hier ein paar Sekunden, um wieder warm zu werden. Eieieiei. So. Wobei, ich bin auch echt mal gespannt, was das Ganze geben wird. Töte das hier und nimm seine Schlüssel für das Blutdiamantengewölbe. Okay, da scheint dann doch, glaube ich, später mehr die Party abzugehen als alles andere. So, da haben wir uns nur gerade noch Wachen gesehen. Mal schauen, dass wir da erstmal wegkommen. Ich weiß, warte mal. Mal gucken, ob wir hier hochkommen. Das ist ja wieder typisch Mann, ne? Von wegen, Quatschen und Zocken gleichzeitig oder mehrere Dinge gleichzeitig zu tun, liegt nicht in unserer Stärke. Zumindest nicht in meiner. So, da müssen wir hoch. Mal schauen, ob wir da mit dem Quad da noch hochkommen. Okay, ja. Wir steigen einfach mal ab und machen uns zu Fuß weiter auf den Weg dorthin. So, jetzt einfach mal gucken hier. Nicht, dass hier irgendwo noch was abgeht. So, ein Schmuggler nähert sich. Lass dich nicht entdecken. Okay, aber von wo kommt der Schmuggler? Okay, verfolge den Schmuggler. Ja, ihr seid ja lustig. Steigen wir jetzt hier einfach mal in die Karre ein und hoffen, dass es einfach mal klappt. Ja, toll. Der Schmuggler ist so weit entfernt. Vor allem ich jetzt mit dem Auto, wisst ihr? Das ist, naja. Okay. Wir sind dort hinter. Bisschen Abstand halten, nicht dass sie uns, nicht dass der Schmuggler uns gleich sieht. Und dann bin ich gleich echt mal gespannt, wie es dort abgehen wird. Jetzt muss ich mich mal so ein bisschen aufs Fahren konzentrieren und hoffen, dass der Typ uns einfach gleich nicht sieht. Aber ich denke mal, wenn wir so gute 100 Meter oder 80 Meter immer Abstand halten, dann klappert das Ganze schon. Vor allem jetzt ist da noch ein anderes Wachenauto dahinter oder sowas. Das ist echt übel, da müssen wir jetzt echt ordentlich aufpassen. So, töte den Schmuggler, alles klar. Gut, 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 dann wollen wir mal schauen. Nein. Schön aus dem Sichtfeld raus. So, ich hoffe, dass ich jetzt genug Zeit habe. Und dann,
Ja, guck mal, das sieht doch schon ganz gut aus von hier oben, denke ich. So, jetzt erstmal hier. Erstmal alles abchecken. Warte mal, hier unten ist auch noch irgendwo einer rumgerannt. Also, da war noch einer. So, das ist der Schmuggler. So, da haben sie noch einen Alarm beistehen. So wie das Ganze aussieht. Ja gut, mit Pfeil und Bogen werden wir wahrscheinlich nicht weit kommen. Ja, bekommen wir das Ding denn so an sich kaputt? Weil erstmal müssen wir ja den Schmuggler töten. Mal schauen, ob das Ganze so klappert, wie ich mir das vorstelle. So, der Schmuggler, der ist tot. Wir verstecken uns mal hier hinten. Wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie nicht hier hochkommen, sondern schön da unten bleiben. Da hat gerade irgendeiner eine Granate hochgeschmissen. Gut, dass wir da weggegangen sind. So, So, da hinten kommt einer. Okay, wir haben ihn angeschossen, aber noch nicht erledigt. So, den haben wir. So, 4 weitere Leute haben wir noch. Okay, der hat sich direkt hinter einem Baum versteckt. So, da ist er gerade rausgekommen. Ich bin aber auch wirklich so schlecht, ne, mit dem Anvisieren, weil ich dann immer denke so, ah, gehen die jetzt nochmal weg oder so wie er jetzt. Okay, er läuft jetzt hinter einen Baum. So, da haben wir den nächsten ausgestaltet. Alle schön nach und nach. Na toll. Da haben wir nämlich schön daneben geballert. Das meinte ich nämlich. Ich bin so ein schlechter Schütze eigentlich. So. Ei, da hat der Letzte uns gerade fast gesehen. Oder hat uns gesehen? Ich weiß es gar nicht genau. Ah, jetzt geht er wieder weg, ey. So. So, dann wollen wir mal langsam hier runter. Ich hoffe, dass jetzt alle tot sind. Aber ich denke, das sieht doch schon ganz gut aus. So, die Knarre haben wir nachgeladen. Hier auch einmal nachladen. Und hoffen, vielleicht finden wir irgendwo ein bisschen Munition. Hoffen, dass da drin nicht noch irgendwo welche rumrennen. Hier wird mir doch noch irgendein roter Punkt angezeigt, oder ist das von irgendeiner Blüte? Okay, die Kiste, die können wir nicht. So, jetzt haben wir die Bremse deaktiviert, aber... Das liegt ja dann natürlich genau so beschissen dazwischen. So. Okay, geplündert haben wir den.
Ach du meine Güte. Das sieht nicht gut aus. Na dann, einfach mal rein hier. Nimm den Blutdiamanten. Okay, ich habe gerade schon welche gehört.